Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Nun sind wir also hier. Direkt bei einem Dörfchen, wo ich mir ja noch da zwei Missionen abholen wollte. Und gleich mal, was die hier haben. Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. So, dann, das war jetzt interessant. Anscheinend hat sich das schon ziemlich rumgesprochen, dass wir da ziemlich Einsatz gezeigt haben oben auf dem Berg. Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören. Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Ja, und anscheinend auch sehr fleißig. Dann würden wir uns doch mal um die Traumweide bemühen. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Und das sollst du auch können. Schon bald. Aber jetzt erst einmal. Ah, da ist ein Händler. Da ist unser zweiter Nebenquestler. Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja, um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Urmutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein, sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an.
versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Ich lebte während der roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Rache also. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Okay. Urmutter, höre mein Gebet. Das klingt ja schon mal nach etwas. Vor dir. So, hier wollte ich eigentlich nur speichern. Und, ah ja, genau, da ist direkt die Mission. Und zu der gehen wir jetzt. Hier eilen. Noch 100 Schritt. Ich nenne es einfach mal Schritt. Da oben betet er. So. 50. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Ja, hier ist es ganz schön blutig geworden. Gib dich zum Schlachtfeld. Untersuche das Schlachtfeld. Das machen wir doch gleich mal. Und zwar mit unserem Fokus. Also, hier haben wir... viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Vielleicht hat man den Nora konnten einen Verderber erledigen. Was für ein Anblick. Es ist, wie Val gesagt hat, ein weiteres Massaker. Ich guck mir den Verderber gleich an. Ich will mal noch eben hier oben gucken. Reste. Hier haben die Mörder gegessen, bevor sie ihre Falle zuschnappen ließen. Ein Mittagessen vor einem Blutbad. Diese Monster. Oh ja. Ansonsten haben wir ja nichts mehr zum Untersuchen, oder? Oh. Wo kommt der denn her? Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Val sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an.
Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Eine mutige Frau, die Sona. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Okay. Dann ruh du dich besser erstmal noch ein bisschen aus. Während ich mich die Suche nach Sona begebe. So, los geht's. Schienenareal Gras entdeckt. Oh, jetzt sind wir wieder in den Ruinen drin, ne? Diese Maschine kann ich nicht überwinden. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Oh, hier sind wieder zwei. Sonst ist nichts in der Nähe, oder? Teile haben. Oh, da ist der Große wieder, der Langhals. Ich erledige das. Kurz und schmerzlos. So. Weiter geht's. Und noch kurz speichern beim Vorbeirennen. Whee! Das dürfte wohl der Metallturm sein, dieses Ding hier. Da muss ich hoch. Und hier haben wir was zum Gucken. Da. Pressemeldung. Also. Flüchtlingsmuseum eröffnet. Museum für Klimaflüchtlinge in London eröffnet. London, 8. Mai 2060. Der gefeierte Dichter und Umweltaktivist Diego Abela konnte heute bei seiner Rede vor dem neu eröffneten Gedenkmuseum für Klimaflüchtlinge in London die Tränen nur schwer zurückhalten. Ich war 19 Jahre alt, als 2033 die Wellen anrollten und die Azoren verschluckten, sagte Abela. Die Wellen verschlangen mein Zuhause. Die nächsten 10 Jahre meines Lebens verbrachte ich hinter den Mauern der Thamesmead-Einrichtung. Wahrscheinlich heißt es irgendwie sowas wie Thamesmead-Einrichtung für Notfallumsiedlungen. Tagsüber hatten wir Hunger. Nachts war es kalt. Und es war ein dauernder Kampf gegen die Verachtung, die Abscheu und die Misshandlung durch diejenigen, die sich eigentlich um uns kümmern sollten. Danach brachte Abela die immer noch umstrittenen Polizeieinsätze im Jahr 2038 zur Sprache. Im Thamesmead-Aufstand
und es war ein Aufstand und keine Randale, wie eure Holo-Seiten immer noch behaupten, habe ich gesehen, wie Männer und Frauen vom Stiefelabsatz einer in Panik geratenen Machtstruktur zerquetscht wurden. Freunde, Geliebte. Und ich sah sie sterben. Meine Erfahrung ist kein Einzelfall. Es gab tausende Thamesmeads. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese dunklen Momente in der Geschichte unserer Spezies zu einer unwichtigen Fußnote verkommt. Die Premierministerin Großbritanniens der Partei Zweite Chance, Sally Bowyer, war unter den ersten, die das neue Museum besichtigten. Unsere Nation braucht dieses Museum. Was Klimaflüchtlinge erleiden mussten, war wirklich schlimm. Sie haben ein Museum aus Stein und Mörtel verdient, sodass wir einen fassbaren Ort haben, der an sie erinnert. Und damit wir durch diese Gedenken eine schönere Welt erschaffen können als die, die zuvor war. Im Gegensatz dazu steht der Oppositionskandidat der Faire Chance Partei, Nigel Cairns, Bailey, dem Museum und seinem Sprecher extrem kritisch gegenüber. Mehr als 1 Milliarde Menschen fielen dem großen Sterben zum Opfer. Dank der Großzügigkeit Großbritanniens, unserer Großzügigkeit, hat Diego Abela überlebt. Wenn es ihm so zuwider ist, dass wir sein Leben gerettet und ihm ein Jahrzehnt lang eine Zuflucht geboten haben, schlage ich ihm vor, zur Themse zu gehen und hineinzuspringen. Zum Ertrinken ist es nie zu spät. Tatsächlich ist es so, dass ich... Daten beschädigt. Okay. Was haben wir also... Oh. Gerade gesehen. Hier haben wir 2 Punkte. Was wollte ich haben? Aber wir haben da gerade gesehen, dass da anscheinend die Umstände relativ rau waren. Den da wollte ich haben. Da brauche ich noch 1 Punkt mehr. So, hier sieht irgendwie aus, als könnte ich da hoch. Muss mal kurz gucken. Was oben ist. Und vor allem einen schönen Überblick über die kaputte Stadt. Unmöglich. Wir haben eine Kiste. Geht's noch weiter hoch irgendwo? Oder was? Nö, ich glaube, das war's. Weiter hoch geht's nicht. Schade. Und umgucken ist auch nicht so ganz leicht. Ich gucke mich so um, dann habe ich besseres Aim zum Kameraschwenken. Da kommt mir nicht diese blöde Pfosten in den Weg. Ah, ist das nicht schön? Der Langhals da gerade vorbeischreitet. Da hinten ein Wächter, die Stufen erklimmt. Die Welt wird grau. Nebel zieht auf. Na schön. Beide Füße fest am Boden und dagegen halten. Was? Ach so, weil es ein bisschen stürmt. Jetzt habe ich es kapiert. So, wie darf ich hier eigentlich wieder runter? Wahrscheinlich wieder da. Ja. Kante fallen lassen und hoppala. So, und widmen wir uns jetzt dem, was wir eigentlich sollen. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Ja, und ich glaube, da kann ich hochklettern, ne? Ja, geht. Ui! Ich hätte gleich hier hoch können. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Untersuche das Gebiet. Das ist Verbandszeug. Pfeilreste.
Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. So. Wollen wir uns das alles mal angucken? Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Aber erst... Oh. Na komm. Wir müssen noch wissen, was sie da sagt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Hier haben Krieger Munition hergestellt. So, Spur markieren. Und dann haben wir alles gesehen, wa? Das ist also der eine Stein, von dem sie gerade eben gesprochen haben. Warum ist es hier weiß? Naja. Wir verfolgen jetzt diese Spur. Wir werden mal sehen, wo sie uns hinführt. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Welchen Berg? Was? Oh! Sonne zeigt sich wieder. Wollen wir mal gegen verdorbene Wächter antreten? So nicht Freunde. So. Das haben wir. Die Verdorbenen müssen sowieso weg. Mal gucken, wo sie hin wollte. Gut, weshalb? Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Okay, dann schauen wir mal. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen.
Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay, unterwegs. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderber Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Na, mach dir da mal keine Gedanken. Wir haben sie also gefunden. Aber dass sie da was ausgraben an Maschinen, das klingt eher weniger gut. Müssen wir jetzt gucken, dass was nicht passiert. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Um. Dann lass uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Wohl wahr, mal sehen, wie es läuft. Krieger. So, ich nehme noch ein paar Vorräte mit. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wohin will ich denn? Zerstöre die Lohebehälter. Aha. Kultisten Scharfschütze. Okay, da schreit nach diesem Scharfschussbogen. Das Dunkelheit wäre ganz angenehm. Helllicht im Tag, so ein Angriff ist vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Moment mal, das... Der schnellste Weg nach unten. Ja genau, aber ich habe da gerade noch was gesehen. Hihi. Was ein Zufall, dass die hier ist. Die Dinger sind wahrscheinlich mehr oder weniger da, wo uns sowieso durchkommt. Oh, Metallbrummel. Genau, Metallboom, ja, genau, richtig. Codefragment heruntergeladen. Funktion war Orchideenatem. Entflammt in Schmetterlingsflügeln. Funktion war. Ich frage mich immer noch, was das bedeuten soll. So, da oben ist sonst nichts mehr. Dann gucken wir mal. Ist irgendwas? Was? Ich markiere mir die mal, dann sehe ich sie hinterher. Ah, lass dich markieren. So. Dann finde ich die hinterher besser. Ich sehe zwei Maschinen. Da hinten ist noch einer. Okay, schleichen wir uns mal an. So.
Wollen wir loslegen? Oh, komm, das da hinten lohnt sich doch gerade. Wer schießt auf mich? Niemand? Stufe 11 erreicht. Ja, renn doch weg.